Morgen. So, ich habe meinen Waschplatz jetzt fettfrei gemacht, gesäubert. Die Kanten habe ich abgefräst und einmal vorgeschliffen. Und jetzt kommt der Zwei-Komponenten-Lack von Hackl drauf, damit die Oberfläche noch etwas glatter und stabiler wird, kratzfester. Ne, weil jetzt ist es einfach, hast du mit Fingernagel, kannst Kratzer reinmachen. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb habe ich mir das angerührt hier. Ist kein Harz, sondern ein Lack, ein Zwei-Komponenten-Lack. Stinkt etwas. Ich habe die Tür auch aufgemacht hier, damit ich gut Luft habe und dass sich der Raum ein bisschen abkühlt, weil da habe ich mehr Zeit zum Arbeiten. Wenn du hier 25 Grad hast, dann hat man nicht viel Zeit. So, angerührt habe ich wie immer mit dem Akkuschrauber. Der hat, oh ja, sind schon ordentlich ein paar Blasen drin. Aber da ich mir einen Pinsel auftrage, ist das relativ egal. Schöner neuer frischer Pinsel. Wollen wir mal hoffen, dass die Menge reicht. Und ich das schön verteilt kriege hier. Weil ich habe da bloß mal 50 Gramm übrig und nichts wäre schlimmer, als wenn die zu wenig ist. Das wäre Kacke. Wo kommt denn dieses Haar schon wieder her? Fass es ja wohl nicht. Ja, könnt mir ja zugucken beim Pinseln, aber im Prinzip pinsel ich das jetzt bloß noch ein. Also und laber ein bisschen. Also wer jetzt abschalten will, dem nehme ich das bestimmt nicht übel. Das wird jetzt schön sauber verstrichen. Erst einmal nur verteilen und dann im Kreuzstrich nochmal drüber, dass auch wirklich jede Stelle was abkriegt. Ja, was soll ich sonst noch erzählen? Ich werde jetzt alles fertig haben, die einzelnen Harze durch haben. Dann mache ich mal eine Liste und eine kurze Zusammenfassung. Einfach nur schnell runterrasseln, welches Harz ist für welche Anwendung meines Erachtens nach am besten geeignet. Klar, die Herstellerangaben beziehe ich natürlich mit ein, aber ich gehe immer von meinem eigenen, von meiner Erfahrung aus. Ne? Alles, was ich hier zeige, habe ich auch schon angetestet. Vieles falsch. Viele Harze habe ich völlig falsch eingesetzt. Das kommt halt mal vor. Aber meistens kommt trotzdem was Schönes bei raus. Nicht abhauen. Also muss ich sagen, das lässt sich schön verteilen, schön flüssig.